Herzlich willkommen zu einem kleinen Rückblick. Heute die Top 5 niedlichsten Tiere 2012. Nummer 5. Voll scharf geht's ab im Senegal. Da gibt es nämlich einen Schönheitswettbewerb für Schafe. Das stärkste und hübscheste Schaf heißt Boysenbeere. Was für ein kreativer Name. Und was für ein großes Schaf, Leute. Nummer 4. Der Tiger im Tierheim. Albert, der Tiger, wurde obdachlos, weil der Zoo, in dem er lebte, schließen musste. So ist er kurzerhand in ein Tierheim für Hunde eingezogen und fühlt sich, wie man sieht, pudelwohl. Er bekommt sogar ein paar Tricks beigebracht von Carlos, dem Pfleger. Ja, toller mit dem Reifen. Ach, da ist auch Carlos. Wunderbar. Nummer 3. Eine Hundeparade in Polen. Wir sehen hier einen echten Hotdog. Sehr lustig. Dann haben wir hier einen in Jeans und T-Shirt. Ja, so ein bisschen American Look und eine Fee. Die kann vielleicht sogar fliegen. Ja, den Mexican Dog und. Das ist ja wirklich besser als Karneval. Die 2. Hier haben wir das süße Pudo-Hirsch-Baby Bambu aus Chile. Das wirklich ein bisschen wie Bambi aussieht. Schaut euch mal an, wie süß es ist. Es wurde in der Stadt gefunden und in diesem schönen Tierheim, boah, richtig toll hier mit der Sonne und allem, wurde es wieder aufgepäppelt. Schön hat sie es hier. Doch am süßesten fanden wir die Nummer 1, eine Bulldogge mit Herz. Ja, die Bulldogge vom Gnadenhof Lenitz in Brandenburg, die kümmert sich nämlich mit vollem Einsatz um diese herrenlosen Wildschweinbabys. Man kann da schon von Adoption sprechen, eine bessere Mutter können die kleinen Tierchen kaum haben. Wie süß! Ja, dein Zoo wünscht dir alles Gute für 2013 und freut euch auf viele niedliche Tiere dieses Jahr. Viel Spaß noch. Tschüss. Dein Zoo hat immer geöffnet, hier auf YouTube. Klicke auf das Logo zum Abonnieren. Links für die süßesten Tiervideos und rechts für die interessantesten Stories. Viel Spaß beim Anschauen.